Ich meine, sie tötet den Zombie dadurch direkt, weil sie ihn verschlingt. Aber dafür braucht die danach so lange, um halt wieder erneut bereit zu sein. So, und jetzt sind wir so weit gekommen, dass wir mehr Pflanzen haben, als wir mehr Pflanzen freigeschaltet haben, als wir auf einmal verwenden können. Deswegen müssen wir jetzt mal uns entscheiden, was wir nehmen können. Dann natürlich die hier. Die Sonnenblume ist ganz wichtig. Dann die Erbsenkanone. Die Hagelzuckererbse und die Kartoffelmine. Und ja, von den restlichen dreien bin ich von allen nicht so überzeugt. Ich denke mal, die hier für den Notfall ist ganz gut und wollen wir die nehmen? Es ist nicht wichtig, aber ich kann mich trotzdem nicht entscheiden. Ich nehme die Walnuss. So. Und jetzt kommt das gleiche Prozedere wie immer. Sonnenblumen, Pflanzen und danach die Kartoffelmine und danach die Hagelzuckererbse und danach geht's los. So richtig. Wie immer. Eigentlich könnten wir uns hier sogar Zeit lassen. Man müsste halt vorausberechnen, wie lange die Mine zum Scharfmachen braucht und wie lange der Zombie braucht, um dahin zu kommen. Ich setze die jetzt mal hier in die letzte Reihe. Machen wir es jetzt mal so. Dann schauen wir mal, wie weit er kommt. Der hat hier gestartet. Und gucken, wo er ist, wenn die scharf macht. Da können wir ungefähr einschätzen, wie lange das braucht. Der ist jetzt 2-3 Felder gelaufen, bis die scharf gemacht hat. Jetzt können wir gleich die nächste hinsetzen. Naja, weil jetzt gleich der nächste Zombie kommt. Setzen wir die mal. Machen wir nochmal eine Kartoffelmine oder. Ach komm, das reicht. Wir setzen jetzt die Hagelzuckererbse hier hin. Ganz einfach. So, und hier. Nächste. Jetzt können wir auch langsam hier das schließen. Diese Reihen. Dann wäre die Sonnenblumenproduktion wieder fertig. Und wir können uns an die Offensive machen. Jetzt haben wir hier zwei Zombies, die versorgt werden wollen. Mal gucken, ob wir schnell genug produzieren können. Dürfte aber kein Problem sein. 1, 2, 3 und schon wäre das auch erledigt. Jetzt nur noch eine Bahn ungeschützt. Aber das dürfte auch schnell abgehakt sein. Und zwar hier. Ganz einfach. Ganz bequem. So, jetzt haben wir wieder überall Hagelzuckererbsen. Und jetzt fangen wir wieder an mit. Na gut, das war jetzt ein bisschen unklug. Ich hätte warten können, bis er da unten kommt. Das erste ist ein Eimer-Zombie. Der hält noch mehr aus als ein Pylon-Zombie. Mal gucken, ob das diese Kombination jetzt reicht. Eine Hagelzuckererbse und eine normale Erbsenkanone. Ich merke gerade, ich habe ein bisschen zu viel Mineralwasser vorher getrunken. Da will die ganze Zeit ein bisschen Luft raus. Ich hoffe, ich kann das irgendwie auslassen, ohne dass jetzt hier irgendeine Geräuschkulisse entsteht, die unangenehm sein könnte. So. Und jetzt haben wir die Reihe auch schon wieder fast fertig. Und zwar jetzt. So, jetzt haben wir ganz schön viel. Wir haben hier 375, 400 Sonnen. Viel mehr, als wir gebrauchen können. Es läuft eigentlich schon so effizient ab, wie es eigentlich fast nur effizient ablaufen kann. Aber es ist ja auch noch der Anfang. Die Schwierigkeit kommt noch. Keine Sorge, die kommt noch. Ich bin auch mal gespannt, ob ich das selbst hinkriege, weil es ist, wie gesagt, schon eine Weile her, als ich das Spiel das letzte Mal gespielt habe. Mal gucken. Aber dann wäre das auch schon wieder erledigt.
So, der Eimer-Zombie macht auch keine Probleme. Ihm fällt auch jeden Moment der Eimer vom Kopf. Und sobald das passiert ist, ist er leichte Beute. Jetzt machen wir schön die Reihe komplett, auch wenn es nichts mehr bringt. Sieht halt schöner aus. So, der Eimer ist weg. Der Arm auch. Und das war's mit dem Kopf. Der Duplinator, oder? So hieß er doch. Genau, der Duplinator schießt zwei Erbsen auf einmal ab. Ist eigentlich ganz simpel. Hat die doppelte Schussfrequenz, aber auch den doppelten Preis. Ja, machen wir es wie sonst. Hagelzuckererbse, Erbsenkanone. Diesmal nehmen wir den Duplinator noch rein. Die Kartoffelmine und für die Notfälle die Kirschbombe. Man sollte eigentlich auch immer darauf achten, welche Zombies man einem bevorstehen. Es sind nämlich immer andere Kombinationen an Zombie-Arten. Aber noch ist es, glaube ich, nicht so tragisch, wenn man mal nicht drauf achtet. Dennoch ist das ja recht simpel. So, da warten wir jetzt wieder, bis der ein bisschen näher gekommen ist. Wir wissen ja ungefähr, spätestens wenn er hier ist oder hier, sollten wir die Kartoffelmine setzen. Dann ist noch genügend Zeit zum Schaffen. Dann setzen wir die mal jetzt ab. Und machen unbeirrt weiter mit unseren Sonnenblumen. So weit, so easy. Jetzt setzen wir hier mal eine Hagelzuckererbse hin. Da waren uns die Sonnen kurze Zeit ausgegangen. Aber noch brauchen wir ja nicht so viele. Noch ist ja nicht viel los. Nochmal, um auf das Rauschen zurückzukommen. Um das Rauschen rauszufiltern, habe ich bei OBS nur die Möglichkeit gefunden, mit so einem Filter das Mikrofon auszuschalten, wenn eben einen Moment lang die Geräuschkulisse unter einem bestimmten Pegel bleibt. So, da muss man halt eben nur den Pegel finden. So indem man redet. Und eben das leiseste Geräusch, dass das leiseste Geräusch noch drin ist, das man drin haben will. Grundsätzlich ziemlich praktisch, und wenn das Rauschen nicht so penetrant ist, ist das auch eine richtig gute Lösung. Denn so ein leises Rauschen stört ja am meisten, wenn man keine sonstigen Geräusche im Hintergrund hat. Wenn das Rauschen laut ist, dann merkt man das auch richtig nervig, während man redet. Das wird man jetzt momentan auch hören, wenn man genau hinhört. Also, spätestens wenn man genau hinhört, wird man es hören. Einige werden das wahrscheinlich schon früher feststellen, dass es rauscht. Naja. Ich habe alle Maßnahmen getroffen, die ich treffen konnte. Was jetzt an Rauschen noch drin ist, habe ich bisher noch keine Möglichkeit gefunden, es rauszufiltern. Das ist schade. Naja, aber ich habe schon mal versucht, ein paar Meinungen einzuholen, und bisher war die Reaktion, hört man doch, gar nicht. Also, oder fast nicht. Oder zumindest hört man nicht so laut, dass es stört. Ich hoffe, das gilt für alle. Würde ich mir wünschen. Wenn es nicht so ist, wäre das schade. Aber ich würde gerne Bescheid wissen. Falls irgendjemand sich davon gestört fühlt, von diesem Rauschen, dann könnte ich nochmal versuchen, was dagegen zu tun. Aber die Frage ist, werde ich auch was finden? Da bin ich mir nicht so sicher. So, ich habe jetzt mal einen Duplinator gesetzt. Wir haben ja genug Sonnen. Zwei Reihen an Sonnenblumen sind wieder komplett. Die Hagelzucker-Erbsenreihe ist fertig. Ganz bequem. Ah, mein Arm liegt so, dass er einschläft, wenn ich nichts mache. Das ist ungut. Ich sollte mich etwas mehr bewegen. Das Ding ist, ich habe hier ein Lenkrad hier am Schreibtisch festgeschraubt,
Also nicht festgeschraubt. Na doch, schon festgeschraubt, aber nicht mit Schrauben, sondern mit. Sondern mit den Möglichkeiten, die halt, mit denen man halt ein Lenkrad so befestigt. Das Lenkrad ist halt direkt vor mir. Ich beuge mich gerade so mehr oder weniger drüber. Es ist nicht gerade unbequem. Aber, naja, es ist nicht wirklich viel Platz hier auf dem Tisch momentan. Mal sehen. Jetzt wäre schon beinahe mein Arm eingeschlafen. Ich habe es rechtzeitig gemerkt. Also der Arm, mit dem ich die Maus bediene, wenn der einschläft, das wäre sehr unpraktisch. Ein bisschen Bewegung beim Spielen kann doch gut tun. Dann, wenn ich die Hand aber für Gymnastikübungen benutze, dann kann ich ja schlecht hier weitermachen. Und mit der linken Hand werde ich die Maus nicht benutzen können. Das habe ich bisher immer nur mit rechts gemacht und das wird wohl auch so bleiben. Ich meine, theoretisch, das Umdenken dürfte nicht so kompliziert sein, wenn man immer dran denkt, dass die Tasten dann mit jeweils anderem Finger zu bedienen sind. Aber ich glaube, die Theorie sieht einfacher aus als die Praxis. So. So, ich nehme das Spiel momentan in Fenstermodus auf. Der Vorteil ist, das Spiel, das ohnehin nicht so eine hohe Auflösung hat, nimmt bei mir dann auch nicht so viel Platz auf dem Bildschirm weg. Nachteil ist, naja, es ist halt auch kleiner. Ach, das macht auch nichts. Und ich kann bequem rausklicken aus dem Fenster. Bei den meisten anderen Spielen, die ich so als Stream-Spiele in Betracht ziehen würde, da wäre das dann unpraktisch, weil ich die nur vernünftig im Vollbildmodus spielen kann. Naja. Muss ich mal schauen. Das Problem ist nämlich, wenn ich jetzt aus dem Fenster rausklicke, dann ist der Ton weg. Also, für die Zeit, in der ich an anderen Fenstern arbeite. Für diese Zeit ist eben der Ton weg und das ist doch schon etwas irritierend für den Zuschauer, wenn dann auf einmal der Ton verschwindet. So kann ich auch nichts unentdeckt lassen, was ich so nebenbei mache. Wie zum Beispiel, wenn ich mich muten will oder so, dann ist gleich das Spiel für kurze Zeit gemutet. Also, Level zu Ende. Brief. Ein Brief. Mal schauen. Was schreiben die denn? Hallo. Wir starten gleich einen Großangriff auf dein Haus. Herzlichst die Zombies. Nächstes Level. Bin ich mal gespannt, was die vorhaben. So, und das ist wieder so ein Level, wo man nicht so vorgeht wie üblicherweise. So. Diesmal werden wir nicht warten, bis die hinten durch sind, die Zombies, denn das wäre unpraktisch. Gerade hierbei, wo man ja nicht einfach nur Nuss bowlt, sondern wo man doch eigentlich wieder so ähnlich vorgeht wie bei anderen Leveln, nur dass man halt sich die Pflanzen diesmal nicht aussuchen kann. Aber grundsätzlich nicht viel komplizierter. Wir machen es wie immer. Wir sorgen dafür, dass in jeder Reihe eine Pflanze sitzt. Jetzt warte ich, bis der nächste Zombie auftaucht. Und zwar hier. Und hier. Und dann haben wir wieder jede Reihe abgedeckt. Jede ist auch ungefähr gleich gut gesichert. Denn ich würde sagen, eine Hagelzuckererbse ist ungefähr so stark wie ein Duplinator. Nur halt, dass zwei Duplinatoren hintereinander stärker sind als zwei Hagelzuckererbsen hintereinander. Aber eine Hagelzuckererbse und ein Duplinator hintereinander dürfen wiederum noch stärker sein. So. Weil man sich hier die Pflanzen ja nicht aussuchen kann, ist das Ganze auch ein bisschen kniffliger. Es ist schwerer einzuschätzen, wie gut welche Reihe gesichert ist. Weil man ja dann recht chaotisch die Pflanzen pflanzt. So, jetzt müssen wir uns gegen den Eimer-Zombie wehren. Aber das dürfte auch reichen. Dem fällt gleich der Eimer vom Kopf und dann ist der auch hinüber.
Läuft also ganz entspannt. So. Jetzt müssen wir langsam mal ein paar Pflanzen benutzen, die ich sonst nicht so benutze. Einfach um Platz hier in der Leiste zu schaffen. Ich meine, ich könnte jetzt die Schaufel nehmen und sie entfernen, aber das bringt sie auch nicht. Ich hätte die aber auch da hinten hinsetzen können. Denn im Laufe des Levels wird auch jetzt hier der Platz ausgehen, wenn ich jetzt hier die Reihe an Walnüssen hinsetze. Oh gut, macht nichts. So, jetzt haben wir auch in jeder Reihe eine Hagelzuckererbse. Jetzt wird auch in jeder Reihe von mir verlangsamt. Nachteil bei den Hagelzuckererbsen ist eben, die verlangsamen immer nur den ersten Zombie. Das heißt, wenn der erste Zombie ganz weit nach vorne gekommen ist, dann können die hinteren Zombies unverletzt und nicht verlangsamt ganz bequem aufschließen. Und dann kommt irgendwann so eine ganze Wand von Zombies auf einen zu. Naja. So, und jetzt müssen wir mal wieder ein bisschen Pflanzen benutzen, die wir eher selten benutzen oder brauchen, wie auch immer. Einfach um Platz zu schaffen. Aber sieht doch ganz bequem aus. Wir sind momentan in der ersten von zwei Wellen und haben keinerlei Probleme. So hat man es zu tun. So, jetzt haben wir hier eine Erbsenkanone, aber kein Platz mehr. Zumindest nicht hinter den Walnüssen und den Kartoffelminen. Was macht man da? Tja, wir könnten zum Beispiel den Dublinator hier hinsetzen und dahinter die Walnuss. Wir könnten das hier hinsetzen. Der frisst dann, aber wird gleich auch gefressen. Da, schon gefressen. Das geht immer sehr schnell bei denen. Eigentlich bei allen geht das ziemlich schnell, dass sie gefressen werden. Außer bei den Walnüssen. Und dann gibt es später noch die Kürbisse. Die sind auch ziemlich praktisch. Da kann man nämlich die Pflanzen direkt reinsetzen und die sind ja ähnlich geschützt wie bei einer Walnuss. Das ist schon echt praktisch. Und das braucht man auch später mal, wenn man zum Beispiel einen Überlebensmodus spielt oder so, wo dann ganz schön viel los ist. Aber noch ist hier ja nicht besonders viel los. So, dann haben wir auch gleich jeden Platz belegt. Dann wird es gleich eng. Aber gut. Wir sind auch gut geschützt. Ich meine, die Zombies kommen jetzt zwar so weit, dass sie unsere Pflanzen anknabbern, aber in Relation zu dem Weg, den sie noch zurücklegen müssen, ist es ja fast gar nichts. Also, das ist ganz okay. So, jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst, jetzt ist es wieder vollgelaufen. Aber, wie gesagt, das macht ja überhaupt nichts. Keine Ahnung. Wohin damit? Ah! Egal. So, da haben wir das auch schon fast wieder geschafft. Ich meine, die können ohne Probleme, also ohne dass wir uns Gedanken machen müssen, können die bis hier laufen. Dann explodieren die Kartoffelminen, dann müssen sie hier an den Walnüssen rumknabbern. Und dann haben wir immer noch hier diesen ganzen Haufen und während die hier knabbern, haben die ja genug Zeit, um die abzuschießen. Also, ist alles easy. So, dann sind wir auch schon bei der letzten Welle. Wir können jetzt mal ein paar Kirschbomben nehmen. Ich meine, gibt's ja umsonst. Und das war's auch schon. So, und ja, jetzt haben wir einen Pilz. Und Pilz bedeutet, dass jetzt etwas Neues kommt. Eine neue Ära bricht an. In diesem Spiel. Mit dem Pustepilz schießt über kurze Entfernung mit Sporen auf den Feind. Und das bedeutet, dass jetzt was Neues kommt. Danke fürs Ertragen des Videos für heute. Kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut? Daumen hoch und runter, die stehen dafür bereit. Und Kommis machen munter, die lese ich jederzeit. Kommst du zu der Entscheidung, du willst da mehr von sehen? Dann kannst du zur Beschreibung und zum Abo-Button gehen. Und fandest du es scheiße, war's deine Wahl der Qual. Ansonsten gute Reise und bis zum nächsten Mal.